Jesus sagt, ich bin gekommen, zu suchen und selig zu machen, was verloren ist. Das ist ein Wort, über das kann man monatelang nachdenken oder auch ein Leben lang. Aber jetzt machen wir es einfach in 5 Portionen. Er verlässt an, was das alles ist, was das alles beinhaltet, da kommen wir drauf. Er kommt nach B, was er dort machen kann. Weil er eben so viel hinter sich gelassen hat, ist er dann sehr frei, ist sehr stark, ist sehr dezidiert, sehr entschieden. Das werden wir auch verstehen. Aber das Motiv, das Ganze hat bewerkstelligt, ist das, was George Ferver eben gesagt hat, glühende Retterliebe. Er war der Gründer von Operation Mobilisation. Ich habe kurz gesagt, das haben wir auch schon erlebt, dass uns jemand ist, aus der Patsche helfen, vielleicht sogar einen weiten Weg hat gemacht. So wie mal einer von der Feuerwehr mir geholfen hat in Amerika, wo mein Auto sich selber beschlossen hat. Aber vielleicht hat man so schon geträumt, wie es ist, wenn man irgendwie weniger hat, bis man am Schluss nur noch in der Badhose dasteht, aber nachher das kann machen, wo man dazu berufen ist. Der Sohn vom Schlossbesitzer, der könnte ja einfach da oben bleiben sitzen und könnte sagen, voilà, ich bin ja hier und hier ist es ja schön und außerdem wird ja dann noch erben, das ist dann noch das Beste von allem, wenn die Zeit gekommen ist. Aber anstatt dessen sagt er ja vielleicht, nein, ich ziehe meine Gewänder ab, ich gehe achen, ich habe gehört, dass es meinen Leuten sehr schlecht geht da unten, den Höfen, die für uns arbeiten, ich gehe dort mal her als Knecht, weil wenn ich als Herr komme, werden sie wahrscheinlich nicht auf mich hören. Also nehme ich meine Gabel mit und gehe dort achen. Und die Frage ist, wenn er das so macht, wird er seine Sache gut machen. Und ob er seine Sache gut machen würde, weil die Gabel die kann man nämlich mit Gold aufwiegen. Und die Zinken von der Gabel mit dem Schmiedisen, den er oben hatte im Schloss, wenn jemand einen solchen Entscheid trifft, der ihn so viel kostet, hat er gewiss jeder Schuhbändel an ihm unendlich viel wert. Weil genau das hat ja der Johannes der Täufer gesagt. Als Jesus kam, hat er gesagt, das Lamm von Gott, der Sündenbock von der Welt, der kommt in unsere Welt rein. Ich kann ihm nicht einmal den Schuhriemen lösen. Er ist viel zu wertvoll für mich. Es gibt viele Beispiele von der Geschichte, die so in dieser Richtung uns wichtigen Hinweis geben, nämlich zum Beispiel der König Alfred der Grosse von England, der im 9. Jahrhundert die Engländer vor den Wikinger geschützt hat. Und einst hat er eine empfindliche Niederlage erlitten und musste monatelang in den Sümpfen von England überleben, er und ein paar von seinen Offizieren. Jedenfalls hat er bei einer Bauernfrau nachher unerkannterweise geholfen Brot backen, war also am innersten Ende, wirklich bei den Knechten. Und dann ist ihm sogar ein Brot angebrannt. Die Bauernfrau hat ihn verpfiffen und sie hat nicht gewusst, dass es der König ist, der sie jahrelang und am Schluss dann auch wieder von den Dänen hat beschützt. Die Allee, wo Jesus durchgekommen ist, vom Himmelsthron auf die Erde, war wirklich sehr eine Länge. Und wir können es fast ein bisschen vergleichen mit dem Jakob, seiner Himmelsleiter. Und als er endlich da war, war jeder Faden von seinem Kleid unendlich viel wert, sodass Johannes eben gesagt hat, nicht einmal den Schuhbengel von ihm könnte ich lösen, ich bin es nicht der Wert. Und was alles so auf einem Schuhbengel Platz hat, auf einem Schuhbengel von Jesus, das werden wir im nächsten Teil miteinander sehen.